Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, dementsprechend jetzt mit Aufzeichnung auch, damit wir das Ganze nochmal in Ruhe schauen können. Also wie gesagt, den normalen Preisband-Channel hier reingeblendet, hier die Mittellinie, um uns dementsprechend hier mal eine Grundorientierung zu nehmen. Und wir hatten ja mehrere Kombinationsmöglichkeiten. Ich nutze am liebsten natürlich die Kombinationsmöglichkeit um diese Uhrzeit mit unserer CRV-Line. Das heißt, ich nutze hier praktisch meine CRV-Line, um dementsprechend hier meine entsprechenden Grenzbereiche, Kaufbereiche. So, wir sind hier im DAX mit drin, 1000 und 2000, hier mal mit einzublenden, um einfach zu sehen, wie ist denn hier der Schwankungsbereich. Und wir hatten das ja hier schon immer gespielt in diesen Zeichen, dass wir gerne hier oben jetzt unsere Verkaufszone haben mit der rot gestrichelten Linie und danach der roten Linie oder hier unsere Kaufbereiche haben mit der blau gestrichelten, der unser Kaufbereich anfängt und in der hier unser Kaufbereich auch nochmal angezeigt wird, haben wir einen starken intakten Aufwärtstrend, ist die untere Begrenzungslinie hier stark blau gezeichnet, befinden wir uns in einem intakten Abwärtstrend, ist die obere rote Linie hier rot gezeichnet, so könnt ihr das Ganze hier sehr, sehr schön nutzen, um dementsprechend hier die Grundtendenz am Markt zu erkennen, in der ich mich befinde. So, und viele haben jetzt natürlich beim Trading immer so ein bisschen die Probleme gehabt, weil wir haben ja immer gesagt, laufen wir in die Verkaufszonen, wie zum Beispiel hier, hier, hier und hier, dann eröffnen wir unsere Buy-Trades und die Indikation, einen Buy-Trade zu eröffnen, wird gerne schon mal hier an der ersten gestrichelten gemacht, wobei ich da sehr vorsichtig bin. Ich nutze die CRV-Line so, dass ich hier sage, bin ich in einem intakten Abwärtstrend, was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, dann nutze ich, wenn ich gegen diesen Trend handel, gerne auch erst die zweite Linie, weil hier ist mir einfach zu viel Schwung drin. Und um das visuell einfach noch stärker darzustellen, möchte ich euch heute jetzt unseren Preisband Candle, findet ihr auch in unserer Navigatorliste. Den habe ich auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Das heißt, ich schicke euch in einer WhatsApp-Gruppe nachher auch die neueste Version mit zu. Bitte dementsprechend den ersetzen, den alten, der heißt genauso. Stelle euch den einfach nur in die Gruppe, sodass ihr den nachher dann halt nutzen könnt. Und den ziehe ich mir mal hier rein. Und ihr seht hier schon Länge Preisband und wir haben ja auch hier das Preisband vom Channel auf 60 genutzt. Also nutzen wir hier halt auch unsere 60 und bei der Benz Deviation hatten wir diese 1,618, die wir hier immer als erste Instanz nutzen, genommen. Und jetzt ändere ich hier einfach mal mit diesen 60 meine Einstellungen. So. Und ihr seht, es wird entpassend, entsprechend der Preisbänder, unser Candle hier auch mit angepasst. Das heißt, mit dem Beginn eines intakten Aufwärtstrends, sprich wenn unsere blaue Linie halt hier dick und blau wird, werden auch meine Candles entsprechend eingefärbt und in einem intakten Abwärtstrend, ich scroll hier mal ein bisschen zurück, werden auch meine Kerzen hier entsprechend in rot eingefärbt. Und das gibt euch visuell hier schon erstmal die Möglichkeit zu sagen, the trend is your friend. Ich handle halt grundsätzlich nur die entsprechenden Trendindikationen. Das heißt, solange die Kerzen hier rot sind, solange ich mich in diesem intakten Abwärtstrendkanal befinde, interessieren mich natürlich die Phasen, wenn ich in einer Verkaufszone bin. Das heißt, interessant für mich ist dieses Signal. Natürlich beginnt der Abwärtstrend hier vorne. Hier sehen wir, haben wir den Farbwechsel in unseren Candles, aber ich befinde mich hier ja in einer Kaufzone. In der Kaufzone einen Beitritt zu eröffnen, ist nicht so die optimalste Idee. Deshalb nutze ich in diesem Bereich dann das Hereinlaufen in meine Verkaufszone, um hier oben in diesem Bereich jetzt meinen Sell-Trade zu eröffnen und dementsprechend hier diesen Trade zu handeln. Mit der Idee folgendes, befinde ich mich nun ja in einem intakten Abwärtstrend, sprich meine Kerze ist rot, mein oberes Colorband ist rot, dann ist es nicht nur die Indikation, diesen Trade bis zur Mittellinie zu handeln, also bis hier, sondern dann ist es die Indikation, den Trade zu handeln, bis wir in unsere Kaufzone laufen. Hier ist dann praktisch euer Exit
oder ihr platziert euch in diesem Bereich euren Take-Profit, sodass wir diese Indikation nutzen, um erst hier auszusteigen. Das ist also getreu dem Motto: The trend is your friend. Ja, ihr handelt hier weniger Signale. Wir handeln mit diesem Setup nicht gegen den Trend. Das heißt, diese Indikation gegen den Trend, die aber häufig bei einem sehr starken Trend in die Hose gehen, filtern wir uns einfach raus, indem wir sagen, nein, dieses Buy-Signal, auch hier nur bis zur Mittellinie oder dieses Buy-Signal bis zur Mittellinie, darauf verzichte ich, die handle ich nicht. Ich handle wirklich nur die Signale in Trendrichtung. Das heißt, ich warte dann wieder ab, bis wir wirklich wieder hier oben in meine Verkaufszone laufen, wenn meine Kerzen weiter rot sind, wenn ich hier wieder meine Verkaufszone erreicht habe und das ist dann meine erste gestrichelte Linie, dann eröffne ich hier meinen Selltrade und habe dann die Möglichkeit, hier dementsprechend dieses Signal durchzuhandeln, bis ich wieder meine Kaufzone, sprich hier erreicht habe. Der Gegentrade gegen den Trend mit roten Kerzen wird nicht gehandelt. Laufe ich erneut in meine Sellzone, dann kann ich hier natürlich erneut einen Selltrade eröffnen. Auch wieder die Idee, den Trade so lange zu handeln, bis wir in unsere Kaufzone laufen. Da seid ihr dann durchaus auch etwas länger im Markt investiert und realisiert hier jeweils über den TP oder über den manuellen Exit euren Ausstieg. Umgedreht natürlich immer wieder dasselbe Szenario. Entry in den Markt, Entry in den Markt, Entry in den Markt. Und die zweite Linie fungiert hier für euch als Stop-Linie. Das heißt, wenn ihr hier in den Markt einsteigt, etwas oberhalb der Linie, das sind dann gut die 10 Punkte, das haben wir als Abstand eingestellt. Hier liegt euer SL, geht ihr hier in den Markt rein, liegt hier oben euer SL, geht ihr hier in den Markt rein, liegt hier oben euer SL. Und dann die Zielindikation ist schon durchaus den zu handeln, bis wir hier unten in unserer Kaufzone ankommen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, weil wir jetzt natürlich sehr, sehr starke Indikationen haben, als Buy-and-Hold-Strategie handeln. Das heißt, der Farbwechsel von Blau auf Rot stellt den Beginn eures Abwärtstrends dar. Da warte ich natürlich, ich eröffne nicht direkt hier mit meinem Farbwechsel meinen Selltrade, sondern natürlich Selltrades werden in der Sellzone eröffnet. Das heißt, das ist der Start. Und solange ihr jetzt rote Kerzen habt, könnt ihr per Buy and Hold oder Sell and Hold in dem Fall hier in diesem Markt bleiben. Und dann habt ihr natürlich auch die Chance, diese riesigen Kursbewegungen mitzunehmen. Der Ausstieg bei dieser Strategie ist eigentlich erst wieder der Farbwechsel auf eine blaue Kerze. Dann ist für euch der späteste Exit. Und ihr seht, dann habt ihr auch mal die Chance, diese großen Trends mitzunehmen. Viele von euch sind ja immer daran interessiert, diese Big Movements, diese großen Trends mitzunehmen. Die Möglichkeit habt ihr natürlich auch, dann einfach zu sagen, ich steige hier nicht in meinen Kaufzonen aus, sondern ich handle dieses Signal durch, solange es intakt ist. Und dann seht ihr, Exit aus dieser Idee wäre Tatsache dann erst hier unten gewesen mit dem Farbwechsel. Und da wäre dann auch erst der entsprechende Ausstieg aus dem Trade. Das wiederum für eine Buy-and-Hold-Strategie, der neue Einstieg. Hier natürlich, wir sehen sogar, wow, in der Kaufzone oder sogar außerhalb der Kaufzone, das war ja hier im Eröffnungsopening heute Morgen, der Farbwechsel, dann hier mit der amerikanischen Eröffnung. Und solange die blau sind, kann ich die per Buy-and-Hold halten. Oder aber die andere Strategie, ich steige hier ein, steige in meiner Verkaufszone hier aus, dort ist mein Exit. Laufen wir wieder in die Kaufzonen, wie hier in diesem Bereich zum Beispiel, ist dort auch immer wieder der Einstieg in den Markt, um wieder in neue Handelssignale reinzukommen und dementsprechend immer mögliche Re-Entry-Situationen in den Markt zu haben. Und ihr seht, hier habe ich halt sehr schöne Möglichkeiten, immer wieder in den Markt mit reinzukommen, wenn ich hier in meine Kaufzone laufe, hier in meine Kaufzone laufe, hier an meine Kaufzone laufe,
immer wieder die Idee für einen Beitritt. Und das sind natürlich nach dem Motto, The Trend is Your Friend, die stärkeren Handelssignale. Oh, und wenn wir uns hier seitwärts bewegen, hier halt keine Indikation zum Handeln. Hier wartet ihr jetzt im Prinzip wieder, dass wir erneut mit einer blauen Kerze in unsere Kaufzone laufen und ihr hier entsprechend einen Einstieg findet. Das ist die erste Möglichkeit, wie ihr das für zwei Möglichkeiten handeln könnt, Buy and Hold. Das heißt, mit dem Farbwechsel dieser sehr stabilen Indikation, das ist wirklich ein Farbwechsel der Candles, um wirklich auf die langen Big Movement zu setzen, eröffnet ihr hier eure Buy Trades. Ja, und ihr seht, wenn wir uns das mal in Punkten hier anschauen, das sind dann halt schon mal relativ große Bewegungen, die hier fungieren. Das ist halt eine Bewegung, die aktuell bei gut 124 Punkte liegt. Dieses Short Movement von hier unten mal angefangen. Das war hier auch eine schöne langfristige Bewegung von auch weit über 150 Punkten. Und ihr seht hier halt diese ausgeprägte Buy-Phase, wo ich halt persönlich, weil ich nutze es ungern, dass ich die Gewinne, die ich von hier aufbaue, bis hier aufgebaut habe, hier steige ich also persönlich aus, schaue mir die Phase hier nur an und mache nichts, steige natürlich persönlich hier wieder ein, nehme hier die Gewinne mit, steige hier wieder ein, nehme hier die Gewinne mit und steige aus und steige natürlich hier wieder ein und nehme die Gewinne mit und steige aus. Damit habe ich natürlich häufiger die Möglichkeit. Bei einer Buy-and-Hold-Strategie, gerade wenn die Bewegungen sehr kurzfristig sind, baut ihr hier 20, 30 Punkte Gewinn auf, seid wieder bei 0. Baut wieder 20, 30 Gewinnpunkte auf, seid vielleicht bei plus 5. Baut wieder 20 Gewinnpunkte auf, seid wieder bei plus 10. Baut wieder 20. Ihr seht, Buy-and-Hold-Strategie etwas überholt, aber was ich toll finde, ich zeige mir hier einen langfristigen Trend auf und kann diesen langfristigen Trend immer wieder mit neuen Entries hier versehen. Das ist, wie gesagt, die Variante, dass wir unseren Preisband Candle hier unten, TU24PB Candle, nutzen mit der gleichen Einstellung, die hier das Band im Prinzip hat, um immer wieder in den Markt mit reinzukommen, um hier immer wieder neue Entries in einen starken Trend zu bekommen. Den lassen wir uns hier halt dementsprechend immer wieder neu anzeigen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, diese Candles auch anders zu nutzen. Ich kann den Aggressivitätsgrad natürlich auch anpassen und das möchte ich euch natürlich hier auch zeigen, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, diesen Candle auch zu verändern. Eine von mir gerne favorisierte Variante ist zum Beispiel diesen Preisband Candle dann hier in einem kürzeren Timeframe darzustellen. Das heißt, ich nutze hier nicht die 60, sondern die 20. Das heißt, jetzt betrachte ich eigentlich nur die historischen letzten 20 Candles und dementsprechend gehen wir jetzt mal hier auf OK und er sollte diese Kerzen gleich anpassen. So, muss man hier alles stumm stellen. Ich habe hier immer komische Geräusche mit drin. Dann passt das so. So, jetzt seht ihr hier zum Beispiel ein etwas anderes Bild, wo ich dementsprechend hier die Kerzen etwas anders mit eingefärbt habe, etwas aggressiver mit eingefärbt habe von dem Bild. Und hier ist es halt auch so, dass ich dann dementsprechend immer wieder hier Handelsindikationen bekomme. Ihr seht, obwohl das langfristige Preisband noch hier im Buy-Modus ist, ist halt blau, färbt das kurzfristige Preisband mir natürlich hier diese Kerzen schon ein. Und jetzt kann ich natürlich wesentlich kurzfristiger auch handeln. Ich mache es sehr gerne, dass ich diese Buy-Indikation gegen den Trend durchaus mithandle. Oder aber, wenn ihr sagt, nein, ich bin sicherheitsbewusster Trader, ich nutze nur den Farbwechsel, wenn es hier wieder rot wird, gehe ich hier in den Sell-Trade, eröffne hier praktisch wieder meine neue Indikation. Ihr seht natürlich hier diese relativ kleine, zaghafte Bewegung. Wir handeln ja gegen diesen intakten Trend. Ihr seht die Linie hier oben, die ist auf Sell. Das heißt, wir sind in einem Abwärtstrend. Dann kann ich aber immer wieder sehr schön diesen Farbwechsel hier, der auch hier euch mit Pfeilen versehen ist, bei diesem Preisbandcandle. Das ist die Neuprogrammierung. Deshalb stelle ich euch den nachher in die Gruppe mit rein. Hier immer wieder schön einen neuen Einstieg in den langfristigen Trend hier finde und somit immer wieder neu in diesen Markt mit reinkomme.
und dementsprechend neue Handelsindikationen. Ihr seht, dieser Preisbandcandle, dieser kurzfristige, hat etwas mehr Farbwechsel. Diese Sellphase zum Beispiel hatten wir eben nicht mit drin. Und ich nutze halt, wie gesagt, auch gegen den Trend diese Indikation, weil die Kerzen wirklich hier sehr, sehr smooth und sehr schnell sich wandeln und ich dementsprechend hier viel, viel besser handeln kann. Oder in einer sehr aggressiven Variante könnt ihr den hier auch auf die 10. Das ist aber wirklich die kurzfristigste Länge, die ihr hier für das Band nutzen könnt, ändern, um wirklich hier halt die Korrekturphasen mir auch noch einzufärben. Und hier ist es halt getreu so, the trend is your friend. Das Colorband, die CRV-Line oder unsere Colorlines geben euch die Grundindikation. Und hier ist es halt auch so, wenn ihr dann den Farbwechsel, der wird euch hier visuell natürlich wesentlich schöner dargestellt, bekommt, könnt ihr hier wieder einsteigen. Ihr könnt auch, wie gesagt, Farbwechsel wie hier nutzen. Ihr seht, so richtig Schwung kommt in den Trade aber nicht rein. Warum? Waren zwar auch 18 Punkte, aber ich befinde mich hier natürlich schon in meinen oberen Verkaufszonen. Deshalb nutze ich natürlich am liebsten die Farbwechsel, die im Bereich meiner Kaufzonen entstehen. Und dann sehe ich halt erste Prüfbedingungen. CRV-Line hier in einem Aufwärtstrend. Der Preisband-Candle wechselt hier nach dem Korrekturmodus wieder in den Buy-Modus. Dann ist das hier die Indikation, um neu in den Markt zu gehen. Für mich natürlich auch immer mit dem Ziel aus der Kauf- bis in die Verkaufszone. Das heißt, hier mit der zweiten Kerze wird praktisch der neue Buy-Trade eröffnet, mit dem Ziel in die Verkaufszone zu laufen. Und die Kerzen habe ich euch, die Pfeile habe ich euch so eingestellt, dass der Pfeil als Stop-Niveau dient. Was dient am Pfeil als Stop-Niveau? Der Tiefstand. Hier wird praktisch euer SL dann platziert. Dann habt ihr den optimalen Stop-Kurs hier als Abstand mit eingeblendet für diese Indikation. Hier könnt ihr natürlich auch sagen, ich mache Buy and Hold, solange der Candle blau ist, auch durch diese Eröffnungsvolatilität der Marktphase bleibe ich drin und steige erst hier mit dem Farbwechsel aus diesem Trade aus. Dann könnt ihr auch mal mehr Punkte mitnehmen. Ich mache es wirklich so, mit dem Erreichen meiner Verkaufszone gehe ich raus und steige dann lieber in meinen Kaufzonen oder nach dem Farbwechsel, wie hier zum Beispiel, immer wieder neu ein, raus. Aus dem Trend immer wieder neu rein. Und hier gerade in dieser Seitwärtsphase, die ihr hier seht am Markt, natürlich klar, gekauft wird am besten wo? In der Kaufzone. Deshalb dementsprechend hier so einen Farbwechsel eigentlich zu ignorieren, auch der Farbwechsel hier auf Blau zu ignorieren. Ich habe ja nicht viel Potenzial. Da seht ihr, da wechselt das Verhältnis schon mal so ein bisschen hin und her. Ansonsten ist diese Einstellung natürlich auch sehr, sehr schön und ihr seht hier gegen diesen Trend auch immer wieder die Indikation, ja, die sind durchaus profitabel, der Farbwechsel auf Rot, aber für mich immer wieder der wunderschöne Einstieg in diesen längerfristigen Abwärtstrend, der hier ja etabliert ist. Farbwechsel von Blau auf Rot, hier wieder Sell. Farbwechsel von Blau auf Rot, hier auch wieder Sell. Farbwechsel von Blau auf Rot, hier wieder Sell. Hier wieder Sell und natürlich auch nach der kleinen Indikation immer wieder Sell. Das ist wie gesagt, wenn ihr den PB Candle, das ist unser TU24 Preisband Candle, hier mit der Einstellung im aggressivsten Modus bitte nicht kleiner verwenden von 10 nutzt. Eine schöne, smoothe Variante ist 20, da kann ich per Buy and Hold wirklich jeden Farbwechsel durchhandeln. Oder wenn ihr das langfristige Bild handeln wollt, die großen Trends, und da zeige ich euch gleich noch eine andere Variante nutzen können, die ihr nutzen könnt, dann ist es hier natürlich die 60. Das heißt, wir nutzen hier die gleiche Länge, die wir praktisch auch bei der Berechnung unserer CRV-Lines, unserer Color-Lines haben. Hier betrachte ich halt die letzten 60 Minuten, sprich fast im Minutenchart, den Stundenchart. Und dann habe ich die Haupttendenz. Das ist ein schönes Setup, um grundsätzlich hier zu scalpen in den Märkten. Und ich zeige euch das jetzt mal in den laufenden Märkten. Da habe ich hier auch diese Setups mit eingestellt. Und wir gehen mal hier einfach in den Dow Jones mit rüber. Mal gucken, welcher es jetzt ist. Der ist es nicht. Der ist es hier zum Beispiel. Hier seht ihr das Ganze so ein bisschen im Action, noch in einem etwas längerfristigen Trendkanal und hier seht ihr auch hier schön die Einstellung, die Farbwechsel. Wenn ich dann natürlich die Farbwechsel in den Verkaufszonen habe, nämlich schön den Sell-Trade mit der Farbwechsel hier in den Buy-Zonen und ihr seht, das ist auch der PB
Bekende, hier habe ich hier wunderschöne Indikationen und ihr seht, wenn ich das hier mir anschaue, auch selbst aus so einem Sell-Signal, was hier verhungert, komme ich profitabel raus mit 64 Pips. Aus hier diesem schönen Buy-Signal bis zum Farbwechsel komme ich hier auch sehr schön raus. Ach Quatsch, ist ja nicht Pips, sind ja Punkte. Hier 195 Punkte in diesem Buy-Movement. Hier auch sehr, sehr schön der Farb. Wechsel erst hier unten 350 Punkte. Wo es etwas kritischer wird, sind sehr ruhige Marktphasen. Hier seht ihr hin und her. Wenn ihr aber auf die Zeit schaut, das war heute Nacht um 5:30 Uhr, da sind die meisten von uns nicht am Handeln. Solange wir Bewegungen an den Märkten haben, haben wir dann dementsprechend hier auch schöne, cleane Signale, die wir sehr, sehr schön nutzen können. Und ich habe das natürlich auch hier in den etwas kurzfristigen Frames. Ich muss hier mal schauen. Hier ist er zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, auch dieser Preisband-Candle hier mit drin. Ne, ist er nicht. Ist er auch nicht. Hier zum Beispiel in einem Minuten-Chart auch die Wechsel. Und hier kann ich natürlich auch die Farbwechsel schön handeln. Vorsichtig, wenn ihr euch in den Preisbändern befindet. Ansonsten hier natürlich auch. Sehr schön mit den Candles hier die entsprechenden Farbwechsel und so könnt ihr das handeln. Ich möchte euch hier die Variante nochmal zeigen, wie ich das gerne noch mit unserer Direction Line kombiniere. Die kennt ihr ja auch. So, das heißt, wir gehen hier wieder auf die Standardeinstellung langfristiger Modus auf 60. So, sollte die Candles anpassen. Jetzt hat er sie angepasst und ich nutze das sehr gerne mit meiner Direction Line hier für den Chart, sodass ich dann dementsprechend hier auch immer noch die Indikation eines weiteren Prüfberaters drin habe. So, und jetzt seht ihr, habe ich uns die Kerzen hier, die Linien noch mit eingeblendet, wo ich dann natürlich jedes Mal sage, okay, solange ich mich unterhalb dieser Direction Line befinde, bin ich in diesem intakten Sell Movement. Der Durchbruch durch die Direction Line sollte der Ausstieg sein aus dem Markt. Solange ich mich nämlich oberhalb dieser Direction Line befinde, bin ich in einem kurzfristigen Up-Movement. Bricht er wie hier hinten wieder durch, wird der Abwärtstrend wieder aufgenommen. Und so kann ich das natürlich auch sogar bis aus diesen Bändern handeln, solange ich mich unterhalb der Linie befinde. Das kennt ihr ja, das ist so eine dynamische Widerstands- und Unterstützungslinie. Ist das Signal hier intakt, kann ich natürlich auch hier weiter raushandeln aus diesen Märkten und das Ganze dementsprechend nutzen. Aber das Setup an sich ist auch schon so stabil, dass ihr keine dritte Prüfindikation braucht. Für mich wirklich so, wie ihr mit den CRV-Lines arbeitet, wie ihr mit den Colorbands arbeitet. Ich zeige euch das gleich nochmal in Kombination mit unseren Colorbands. Könnt ihr das hier sehr, sehr schön nutzen, um einfach zu sagen, laufe ich mit roten Kerzen dann jetzt hier in meine Verkaufszone, wie hier, 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 hier oder hier oder hier, dann eröffne ich meinen neuen Sell Trade. The trend is your friend. Bis in die Kaufzone Exit. Einstieg bis in die Kaufzone Exit. Einstieg bis in die Kaufzone Exit. Weil viele von euch auch immer mehr schreiben irgendwo, boah, jetzt habe ich hier schön mit dem ersten Einstieg meine Punkte mitgenommen. So, und dann schaue ich mir hier 1,5, 2 Stunden den Markt an und der läuft und läuft und läuft ohne mich. So findet ihr immer wieder schöne Einstiege. Hier aber nie gegen den Trend handeln im Markt. Da geht es dann häufig hier mal in den Stop-Kurs und dann geht es im Endeffekt doch wieder weiter, sondern immer nur in Trendrichtung den Markt hier handeln. Das ist also hier meine favorisierte Einstellung für dieses Setup, um dann hier dementsprechend zu handeln oder hier halt der Buy-Modus. Wenn ich mit blauen Kerzen wieder in meine Preisbänder reinlaufe, dann die Indikation hier in meinen Kaufzonen neue Beiträge zu eröffnen, mit der Idee, aus den Kaufzonen bis in die Verkaufszone, aus der Kaufzone bis in die Verkaufszone. So, und gegen den Trend, diese Trades filter ich mir raus. Ihr könnt es natürlich auch um ein Vielfaches kombinieren. Ihr könnt hier noch unseren Money Flow Indikator mit reinnehmen, um dann speziell auch nochmal den Einstieg hier unten zu optimieren. Welches von den 4, 5 Kerzen ist es? Ist für mich eine Übertreibung. Wenn ich mit dicken blauen Kerzen in meine Kaufzone laufe, ist es mir egal, ob es die erste oder ob es die vierte Kerze ist. Ich steige hier in diesen Bereich ein. Mit dem Berühren eigentlich. Das heißt, für mich jetzt die Indikation, läuft der noch ein bisschen runter,
bis an diese Linie, da beginnt meine Kaufzone. Solange die Candles blau sind, solange die untere Linie blau ist, bin ich in einem Up-Movement. Ist es wieder die Idee, hier einzusteigen mit der Idee, in die Verkaufszone zu laufen. Und sollte es denn hier zu einem Farbwechsel kommen, dass der Candle von blau auf rot switcht, ja, dann beginnt hier der neue Abwärtstrend. Dann habt ihr hier in dem Markt auch nichts mehr drin zu suchen. Dann raus aus dem Trade. Dann kann es hier in die andere Richtung gehen. So, mal zwischendurch für die Fragen. So, CRV-Line, ja, habe ich mir schon gedacht, habe ich euch ja gesagt. Welche Einstellung hast du denn im 5-Minuten-Chart, im 15-Minuten-Chart, im DAX und im DAU? Können wir uns mal angucken. Die Zeit haben wir jetzt nämlich, dann kombinieren wir das Ganze nämlich hier gleich so ein bisschen, indem wir uns mal anschauen. Ja, welche Zahlen habe ich denn? Das heißt, ich nutze hier wirklich mal die Grundindikation, egal in welchem Timeframe ich bin, und schau mir von der Mittellinie mal an, wo drehen dann die Märkte? Im Minutenchart ist es so, dass ich die CRV-Line, ich blende es euch mal hier ein, im Prinzip auf diesen 1000, also 10 Punkte, und die zweite Linie auf diesen 2000 Punkte habe. Es gibt natürlich volatilere Märkte, größere Timeframes, da passt es nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diesen 5-Minuten-Chart rüber switchen, haben wir unsere Linie natürlich komplett an den falschen Stellen und sehen, naja, super, da sind wir ja ständig außerhalb der Linien. Und dann schaue ich mir einfach mal an und dann nehmt ihr diesen Preisband-Channel in der Mitte und schaut euch mal die Schwankungen nach oben und nach unten hier einfach mit an und messt euch die mal aus und sagt so, das ist jetzt hier ein Spike, wow, da dreht er eigentlich erst immer an der zweiten Linie. Hier dreht er auch erst an der zweiten Linie. Die zweite Linie sind aber dann 2000 und 4000. Das messe ich einfach mal an mehreren Stellen ab, weil ich möchte ja, dass ich nach Möglichkeit immer diesen Umkehrpunkt erwische und sehe, okay, hier dreht er eigentlich auch erst bei über 20 Punkten, hier dreht er auch erst bei den über 20 Punkten. Also, und das ist ein bisschen Try and Error, mal ein bisschen nach dem Messen ausprobieren und sagen, okay, da, wo es für mich interessant wird, das scheint wohl hier nicht die Tausender, sondern die 2000er. Das ist hier im DAX auch wirklich so. Da verdoppelt ihr diese Werte einfach 2000 und die zweite Linie, dann natürlich das Doppelte von der ersten Linie 4000. Dann habt ihr hier eure Einstellungen für die 5-Minuten-Charts und da seht ihr dann die interessanten Zonen ist nicht die Bewegung hier um die Mittellinie, sondern jetzt habe ich die genauen Umkehrpunkte. Hier lauft ihr jetzt mit der 20er-Linie in die Verkaufszone. Was passiert danach? Er dreht nach unten. Auch hier wunderschön habt ihr die Spikes mit drin. Auch hier in der Kaufzone. Hier dreht er. Hier ist jetzt eine Besonderheit. Das ist der Nachthandel mit diesem riesen Open Gap. Deshalb sieht das jetzt so ein bisschen fatal hier aus am Markt. Aber so könnt ihr euch hier die Werte raussuchen, die ich brauche, um hier dementsprechend optimal meine Preisband-Channels zu nutzen. Und ihr seht, es kann auch mal deutlichst hier rausgehen. Das war natürlich hier im Market Opening heute so ein Totalausverkauf. Das haben wir. Ich gehe aber von normalen Märkten aus und da seht ihr schon, da passen die hier sehr, sehr gut. Wenn die Volatilität größer ist, passt ihr die an. Und im 15-Minuten-Chart machen wir es ähnlich. Das heißt, gehe ich in den 15-Minuten-Chart, sehe ich schon, okay, der Kram findet hier eigentlich außerhalb meiner Bänder Platz. Das scheint wohl nicht so die Idee des Ganzen zu sein. Und ihr könnt hier eigentlich fast immer beim DAX rechnen, dass ihr die Werte verdoppelt. Das heißt, wir sind eben ja schon von 10 auf 20 gegangen. Jetzt geht es von 20 auf 40, also auf 4000. Und die zweite Linie ist natürlich immer der Verdopplungswert dazu. Das heißt, ich steige hier mal immer weiter an. Und jetzt seht ihr, habe ich die Linien eigentlich schon wesentlich besser diesem Zyklus angepasst. Also hier ist es so, erstes Band im Minutenchart 1000, das zweite 2000. Im 5-Minuten-Chart ist es so, dass ich das erste Band bei 2, das andere doppelt so groß bei 4000. Hier sind es die 4000 und die 8000. So, und dann seht ihr, habe ich doch schön die Märkte hier mit eingepasst, sodass ich hier in meinen Kauf- und Verkaufszonen dementsprechend immer meine Trendwechsel habt. Und das könnt ihr von Timeframe zu Timeframe hier euch durchspielen. Und das könnt ihr natürlich auch von Markt zu Markt zu Sachen. Ihr seht jetzt, wow, hier aber so wirklich im 30-Minuten-Chart passt es nicht. Also müssen wir die Preisbänder anpassen, dass es passt. Und ihr seht, auch hier gehe ich denn
mit diesem Verdopplungsfaktor von Timeframe zu Timeframe weiter. Okay, der war jetzt zu groß für die letzte Linie. Da war, glaube ich, eine Linie, eine 0 zu viel. Nicht 160.000, sondern 16.000. So, und da seht ihr, dann passt es hier auch von Wert zu Wert schön. Ja, und hier nutzt ihr halt das fürs Timing natürlich dann gerne unseren weiteren Indikator, dass ich dann dementsprechend hier meine Punkte suche. Und so spielt ihr es von Timeframe zu Timeframe durch, wo ich dann halt sage, okay, im H1 passt das halt hier auch nicht. Und da messe ich mal, was sind denn so die großen Schwankungen von der Mittellinie? Okay, hier waren es halt doch schon so die 150 Pünktchen. Und nach unten waren es hier im Ausschlag auch mal so um die 150, 200 Punkte. Und ich will ja eigentlich immer die erste Linie als Einstiegslinie haben. Und auch hier, wo ich sage, okay, das passt wohl nicht so. Also verdopple ich hier den Faktor halt auch und sage, ich brauche wohl hier eher die, ich habe eigentlich immer so als Richtwert 150. Hier sind die 160. So, da ist es für euch eine einfache Faustformel, dass ich die nutzen kann. Und wenn ich dann hier sehe, passe ich das Ganze natürlich auch schön an. Und dann seht ihr, habe ich genau passend an meinen Umkehrpunkten, wie hier, wie hier, wie hier, hier beginnen meine Sell Zones. Ja, und das war ja zum Beispiel das Szenario, was wir am Freitag hatten. Das war klar, dass der Markt schon runter wollte. Auch hier heute Nacht das Open Gap in dem Markt, was wir noch nicht geschlossen haben. Und dann seht ihr der Ausverkauf heute erstmal. Aber wo ging es hin mit dem Ausverkauf? Genau an unsere Kaufzone. So, das ist natürlich ein wunderschönes Indiz. Warum ging es jetzt hier von 13.800 schon wieder auf 950, fast 150 Punkte hoch? Naja, das ist ja das Setup, was wir im kurzfristigen besprochen haben. Das funktioniert mit diesem Candle natürlich auch im langfristigen. Grundtendenz, ihr seht unser CRV-Line im Buy-Modus. Angepasst dazu auch die Kerzenblau im Buy-Modus. Und was machen wir im Buy-Modus? In den Kaufzonen, hier, hier oder hier. Oder natürlich heute Morgen, beziehungsweise das war ja dann heute Nachmittag mit dem Ausverkauf. Hier geht es natürlich in den neuen Beitritt mit der Erst-Idee. Ha, Mittellinie, aber das ist nicht die Idee. Wir sind in einem Aufwärtstrend. Wir wollen eigentlich hier hoch und wir müssen eigentlich auch hier hoch, um dieses Kursgap, was wir hier heute Morgen in den Markt gelegt haben. Hier haben wir so ein sogenanntes Open Gap und es gibt so eine Regel am Markt, ein Fenster, das einmal geöffnet wird, wird auch wieder geschlossen. Also ist schon zu erwarten, dass hier jetzt noch gar nicht Schluss ist, sondern dass sich die Tendenz im Laufe des heutigen Tages, im Laufe des morgigen Tages hier einfach mit fortsetzt, um dieses Gap zu closen. Und ihr seht immer wieder, und deshalb schaue ich mir sowas gerne an, warum ging es am Freitag nach unten? Und deshalb auch mein Tipp immer, schaut euch mal das größere Timeframe an. Ihr seht, wir haben auch am Donnerstag auf Freitag hier ein riesiges Gap in den Markt gelegt. Warum ging es tendenziell am Freitag nach unten? Und bis wohin ging es nach unten? Genau um dieses Gap zu closen. Mission complete. Ihr seht, auch hier haben wir ein riesiges Gap in den Markt gelegt. Was passiert? So, er schließt dieses Gap wieder. Mission complete. Auch hier seht ihr immer wieder, und das ist das Tolle daran, wenn ich solche Gaps im Markt habe, großes Gap in den Markt gelegt, warum geht es den Rest dieses Tages hier erstmal nach unten? Er will dieses Gap closen. Und ihr seht auch hier hinten, hier haben wir es nicht sofort korrigiert. Aber auch hier, ich markiere mir die immer wieder im Markt, ihr seht, den korrigiert er erst im späteren Anlauf. Hier hinten mit der Korrektur nach unten. Also hier praktisch haben wir erst das Gap geclosed. So, und wenn ich dann aber dieses Gap Closing, es fungiert hier natürlich auch als Unterstützung, wenn ich dann hier in der Kaufzone bin, komme ich natürlich hier schön wieder in dieses Buy Movement mit rein. Und ihr seht auch, manchmal dauert das durchaus auch ein paar Tage. Aber selbst dieses Riesengap, was wir hier hinten reingelegt haben in den Markt, wurde letztendlich durch diese Aufwärtsbewegung hier wieder geschlossen. Ja, und dann haben wir hier das Gap geschlossen mit einem neuen Gap. Also schaut euch das durchaus mal an, diese Gap-Closing-Strategien. Wenn ihr dann Handelssignale hier zum Beispiel an dem Tag auf Sell habt, die sind natürlich unheimlich interessant, die dann hier zu nutzen. Handelt die gerne. Ja, Einstellung im Dow Jones ist hier natürlich auch die Frage.
Gucken wir uns an. Ich ziehe mir hier gleich mal den Dow Jones mit rüber und dann schauen wir es uns an. Im Dow Jones ist es grundsätzlich so, der ist ja ungefähr doppelt so teuer wie unser DAX. Also die Grundidee, dass die Werte dann halt doppelt so groß sind wie im DAX. Das heißt, habe ich im DAX 10 und 20 Punkte im Minutenchart, sind es dann im Dow Jones verdoppelt 20 und 40. Und so passe ich die dementsprechend an. Aber ihr könnt es auch nach demselben Schemata hier einfach durch Ausmessen oder durch Trial and Error machen. Ich möchte halt hier die größtmöglichen Punkte haben. Ich ziehe jetzt hier einfach mal in das bestehende Chart den Dow Jones mit rein. Und schau dann mal halt hier auch. Und dann seht ihr, haben wir hier auch so die passenden Werte, die ich mir für jedes Timeframe. Das passt natürlich nicht für meinen 5-Minuten-Chart. Oh, ich gehe mal ins 5-Minuten-Chart. Da seht ihr, da sind die Bänder J wie D. Und was versuche ich einfach? So viele Reversal Points, Höchst- und Tiefstände aus der Historie hier mit zu verbinden. Das heißt, hier ist es halt so, dass es hier zum Beispiel eher die. Was sind wir denn jetzt? 5-Minuten-Chart, 4000 und 8000 sind. Testet die einfach, damit ich nach Möglichkeit. Ach Quatsch, das ist ja der 5er, die 8000 und die doppelt so groß. Das ist ja die DAX-Einstellung, also doppelt so groß, die Dow Jones-Einstellung. Dann habt ihr die angepasst, sodass ich dann wirklich nach Möglichkeit hier meine Preisbänder suche. Schaut euch das an, dass das so passt, dass ich im optimalen Fall genau dort meine Handelsindikation bekomme, wo diese Trendwenden hier stattfinden. Ihr seht da, das ist sogar zu groß von der Einstellung. Da passt das bitte an. Ich mache euch auch noch ein Workbook fertig zu den CRV-Lines, hatte ich ja schon gesagt, damit ihr da für die entsprechenden Märkte die entsprechenden Einstellungen habt. Könnt das aber dementsprechend gerne hier auch so anpassen, dass ihr euch das selber schon anschaut und dementsprechend hier euch die Einstellung so vornehmt, dass sie für euch passen und ihr dann optimales Setup habt. So, das sieht für mich schon toll aus. Spike erwischt, Spike erwischt, Spike erwischt, Spike erwischt, Spike erwischt. Hier das Spike erwischt, wunderbar. Hier, so, dann habt ihr hier die perfekten Einstellungen für das jeweilige Timeframe. Das müsst ihr natürlich dann für die jeweiligen Märkte auch anpassen. Aber hier sehe ich, das passt von den Einstellungen an meiner gestrichelten Linie. Da kommen die Trendwenden. Und wie gesagt, wir timen das Ganze ja noch, indem wir dann zum Beispiel ja hier zusätzlich auch noch unsere Money Flow Indikator nutzen können als weiteren Berater, um zu sagen, ja, wann ist es denn jetzt genau der Punkt, wann steige ich denn jetzt hier genau in die Märkte mit ein? Das könnt ihr hier noch ein bisschen mit optimieren. Mir reicht es vollkommen so, habe ich diesen blauen Candle, habe ich meine CRV-Lines passend, dann reicht mir das, bin ich dann mit dem blauen Candle hier wieder in meiner Kaufzone, dann ist es für mich der Entry, das ist für mich der Entry, das hier ist für mich der Entry in den Markt, bin ich mit meinen roten Kerzen wie hier oder auch hier nochmal in meinen Verkaufszonen, dann ist es für mich die Idee, in den Markt mit einzusteigen. Ich zeige euch das Ganze nochmal, ein paar Minuten haben wir noch. Mit unseren das ist unsere CRV-Line, mit unseren Color-Lines. Das heißt, auch da könnt ihr das entsprechend mit nutzen. Das heißt, ich nehme den hier mal raus. Wir gehen mal hier wieder in unseren Minutenchart. So, und schauen uns das hier mit an und können das natürlich auch mit unseren Colorbands machen. Das heißt, wir nehmen hier unsere Colorbands. In diesem Setup haben wir immer drei Stück von dem Ganzen. Das heißt, wir bauen es einmal kurz auf. Wisst ihr, erste Einstellung klassisch übernehmen, erstes Band und dann bauen wir das Ganze nochmal ein zweites Band, aber ändern hier die Deviation auf 2,618, um unsere zweite Kauflinie einzublenden und tun das Ganze noch ein drittes Mal. Ihr ahnt es schon mit 3,618. Dann haben wir hier unsere Colorbands mit drin. Und hier natürlich seht ihr auch dieselbe Indikation. Nutzt ihr den Preisbandcandle langfristig, dann ist es natürlich wirklich das Indiz, wirklich nur die Buy-Modi zu handeln. Das heißt, wenn ich dann mit meinen blauen Kerzen wie hier oder wie hier oder wie hier unter oder ja, in die Kaufzone zu laufen, dann die Idee aus der Kauf bis in die Verkaufzone, hier die Trade zu handeln, habe ich umgedreht rote Kerzen, das heißt, wir scrollen mal ein bisschen zurück.
und habe hier meine drei roten Preisbänder, dann natürlich hier dieselbe Indiz. Sobald wir hier in meine Verkaufszonen laufen, auch hier mal an die zweite Linie, ist es halt die Idee, hier den Selltree zu eröffnen und dann dementsprechend hier zu handeln mit der Idee Minimumziel, Mittellinie, wem das reicht, alles gut, Mittelziel, Mittellinie oder aber the trend is your friend. Wir laufen dann auch bis in die Kaufzone und da könnt ihr diesen Candle halt sehr, sehr schön nutzen, um einfach nicht gegen den Trend zu handeln. Und wer jetzt sagt, ja, aber das ist ja ganz schön, ich möchte gerne auch gegen den Trend handeln, ich möchte hier nach Möglichkeit in den Begrenzungen alle Signale handeln, dann können wir den natürlich auch in einen etwas aggressiveren Modus nehmen und sagen, okay, ich nehme meinen Preisbandcandle, passe den hier an und nutze den natürlich auch etwas aggressiver. So, jetzt muss er erstmal rechnen. Aha, er rechnet. So, und dann ist es hier natürlich genauso die Idee, wenn ich dann natürlich, ja, ich handle gegen den Trend, alle drei Linien sind blau, aber wenn ich dann natürlich hier im Bereich meiner Verkaufszone und ihr seht, ich befinde mich zwischen meiner ersten und zweiten Linie hier den Farbwechsel bekomme, dann ist das halt auch das Indiz zu sagen, aha, steige ich mal ein in den Markt und guck mal, wie lange der läuft. Im Optimalfall bis zur Kaufzone und solange der Candle rot ist, versucht ihr auch das Ziel zu erreichen. Ihr seht auch, ich habe den Farbwechsel auch mal hier in der Mitte. Ist natürlich nicht so toll. Sell Trades werden nicht in der neutralen Zone eröffnet, aber ihr seht dann auch hier schön, wie lange hält der Korrekturmodus an. Und dann ist es vielleicht nicht das erste Band, an dem ihr einsteigt, vielleicht auch nicht das zweite Band, in dem ihr einsteigt. Vielleicht kommt ja ein Trendwechsel, wissen wir ja noch nicht. Sondern wenn ich dann natürlich den Farbwechsel hier auf Blau habe, den nutze ich natürlich wieder sehr gerne. Da steige ich natürlich immer wieder gerne mit ein. Und dann seht ihr, finde ich hier, und da muss ich auch nicht unbedingt hier in den Kaufzonen stecken. Das reicht mir hier auch, weil ich will mit dem Trade ja bis in meine Verkaufszone hier oben laufen. Das heißt, ich kann auch durchaus hier meinen Trade, der wie hier an der Stelle oder auch mal hier an der Stelle nicht unbedingt in meinen Kauflinien entsteht, handeln. Was ich nicht nutze, sind Signale, die oberhalb meiner gelben Mittellinie meines Preisbandchannels entstehen. Also die und die nutze ich nicht. Aber unterhalb der gelben Linie, was hier zwischen der gelben Linie und der Kaufzone, sage ich mal, in dem Bereich generiert wird, das reicht mir aus. Warum? Weil der Trade hat, solange die Kerzen ja blau sind, die Idee, bis in seine Verkaufszone zu laufen. Und bis dahin habt ihr dann auch genügend Platz. Das ist ein Trade im DAX, der hat 55 Punkte, Quatsch, Dow Jones sind wir ja, 55 Punkte Platz. Die trade ich hier natürlich gut aus. Oder the trend is your friend. Ihr nutzt halt auf keinen Fall diese Gegenbewegung. Ihr seht aber, die Kerzen sind so stark, wenn wir diese in dem aggressiven Modus, den ich jetzt habe, nutze, dass ihr vom Einstieg zum Ausstieg eigentlich hier sehr, sehr schön rauskommt. Naja, und wenn ich mit der nächsten Kerze hier, die ist am Anfang noch blau, einsteige in den Buy-Trade und ist am Ende der Minute rot, dann habe ich hier halt einen Mini-Trade. Dafür funktioniert der nächste Sell-Trade natürlich wieder wunderschön und bringt mir 40 Punkte zurück und ich habe hier 5 Punkte verloren. Die Sinnhaftigkeit, natürlich hier oben bei drei roten Linien in der Verkaufszone einen Buy-Trade zu eröffnen, könnt ihr euch, glaube ich, selber beantworten. Aber so seht ihr, können wir diesen Preisbandcandle und hier habe ich jetzt diesen aggressiven Modus, dass ich auch durchaus innerhalb der Bänder hier so ein bisschen hin und her kandeln kann, mitgewählt. Und oder ihr nutzt halt diesen langfristigen Modus, um das Ganze hier zu nutzen. Ja, eine Frage noch abschließend kommt hier von der Kerstin. Kannst du was zur Beschränkung unseres Steuergesetzes sagen? Ja, ist uns, glaube ich, allen jetzt mittlerweile bekannt. Wir haben uns da auch ein bisschen mit beschäftigt, beziehungsweise ein bisschen mehr mit beschäftigt mit dieser Thematik. Grundsätzlich ist es ja so, dass es etwas schwieriger wird, diese Verluste, die wir im Handel machen, mit unseren Gewinnen zu verrechnen, so wie es klassisch ist, so wie es auch sein sollte. Es wird jetzt so sein, ab 1.1. gilt dieses Gesetz, aber die Durchführungsbeschränkung wird frühestens im ersten Quartal
dieses Jahres beziehungsweise im Anfang des zweiten Quartales diesen Jahres beschränkt. Wir haben uns mit einem Broker zusammengetan, haben auch dort von der Finanzverwaltung, die ja letztendlich dafür zuständig sind in der Besteuerung, eine Lösung gefunden, dass das 2021 für uns noch nicht greift. Sowohl die Banken und Broker als auch die Trader als auch die Finanzverwaltung sind sich relativ sicher, dass dieses Steuergesetz so keiner rechtlichen Prüfung standhaben wird. Aber solange kein Geschädigter und keine Klage, kann dieses Steuergesetz, das erstmal verabschiedet worden ist, nicht wieder geändert werden. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr lang Spielraum, dass wir so weiterarbeiten können, wie wir bisher gearbeitet haben, das auch mit den entsprechenden Finanzverwaltungen so abgesprochen und geregelt. Und ja, müssen dann schauen, ob wir selber klagen, ob eine Bank klagt, ob ein Großer klagt oder ob die Politik selber wieder mal sieht, dass diese Entscheidung, die juristisch nicht sauber ist, dementsprechend wieder zurückgenommen wird. Damit macht ihr auch jedes normale Unternehmen. Wenn ein Unternehmen 100.000 Euro Gewinn macht, kann ich nicht sagen, super, auf die 100.000 Euro Gewinn zahlst du auch deine komplette Steuer, weil der Unternehmer sagt mir natürlich auch, dass wir hier dementsprechend ja noch meine Ausgaben gegenrechnen müssen. Diese Ausgaben sind unsere Fehltrades, die wir hier haben und vielleicht am Ende nur 20.000 Euro Gewinn übrig bleiben und die werden dann ja auch im normalen Geschäft besteuert und so muss es auch in dem Bereich bleiben. Für die, die schon bei Admiral Market sind, könnt ihr auch weiter dort arbeiten. Die sind mit dem Brexit, das ist ja hier noch eine andere Besonderheit, die sind natürlich von der deutschen Steueridee überhaupt nicht betroffen, die interessiert das gar nicht. Wer bei Admiral handelt, kann weiter handeln. Für alle, die neue Live-Konten aufmachen, haben wir zumindest erstmal die Sicherheit geschaffen, dass wir dieses Jahr ganz normal weiter handeln können. Könnt ihr euch mit mir einfach in Verbindung setzen, sprechen wir das durch, wie das aussieht und dann können wir das so weitermachen. Ja, ich hoffe, das Thema war für euch wieder interessant gewesen. Wir werden jetzt auch jede Woche wieder so ein Education Monday einbauen. Ob es immer der Montag ist, ist die Frage. Ich habe es heute mal von der Zeit auf 18 Uhr gesetzt, weil viele um 9 Uhr ja meistens doch noch irgendwie anderen Verpflichtungen, sprich dem Trading irgendwie nachgehen. Wäre meine Idee und meine Frage hier in die Gruppe, 18 Uhr gute Zeit, 19 Uhr bessere Zeit. Ich würde so eher in den Abend hier mit reinschieben. Könnt mir aber auch sagen, wenn es an einem Dienstag oder Mittwoch besser passt, würde aber gerne wieder im Rahmen unserer Ausbildung, weil treffen werden wir uns so schnell ja wohl nicht können. Eher am Abend das Ganze machen. Und wir haben natürlich hier auch die Option, dass das Ganze ja wieder aufgezeichnet wird, sobald das Video fertig ist, stelle ich euch das Ganze natürlich wieder in die Chatgruppe rein. Oh, so, der eine wieder vormittags, der andere wieder nachmittags, abends besser. Ich sehe alles durch die Bank, querbeet, mehr abends. Ich denke mal, ich mache die soweit weiter und stelle die euch dann rein. Stellt euch davon aus, ihr habt es jetzt auch gesehen, ich werde die Links nicht nur in die Gruppe stellen, wenn ihr auf meine .com-Seite guckt, die trading-university24.com. Da ist jetzt ganz am Ende der ersten Seite, das wird auch noch ein bisschen weiter ausgepasst, und Veranstaltungskalender mit drin. Da sind natürlich dann diese Education Mondays und die anderen Veranstaltungen, die wir so online-mäßig oder auch in kleinen Rahmen präsenzmäßig machen können, immer hinterlegt, schaut mit rein, plan das schon so ein, dass wir jede Woche mindestens wieder ein Education Monday hier mit einbauen, dass wir hier auch mit den einzelnen Setups immer weiterkommen, euch dann noch mehr Sicherheit reinbringen. Und glaubt mir, da kommt dies Jahr noch einiges Schönes auf euch drauf zu. Da könnt ihr euch freuen. War natürlich die Feiertage nicht nur dick unterm Weihnachtsbaum sitzend, sondern habe auch noch ein bisschen was gemacht und dann funktioniert es. Einzelcoachings natürlich auch ganz klar wieder. Sprecht die Termine ab, schickt mir eine kurze WhatsApp-Nachricht, dann machen wir die Termine ab jetzt auch wieder fest, sodass wir dann natürlich auch in die Einzelcoachings wieder reingehen können. In dem Sinne erstmal allen wieder einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören und sehen uns die nächsten Tage, wahrscheinlich online. Wieder präsent wird es ja so nicht funktionieren. In dem Sinne freue ich mich, wenn auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, schönen Abend. Danke, ciao.